Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Frohes 80 mit einer weiteren Ausgabe der Movie News. Juhu! Und hier unser kleiner Kater Wushi, hat nämlich auch wieder Hunger. Und ich mache schnell das Video, dann gibt es was zu fressen. Eigentlich haben sie noch was drin, aber die wollen es nicht fressen. Ja, kann man nichts machen, aber erst muss das Alte aufgegessen werden und dann gibt es Neues. Ne, Katerchen? Ja. Die Movie News gibt es ja wieder für euch, alle 14 Tage für euch frisch. Und er muss auch nochmal natürlich mit reingucken und nochmal an der Kamera reiben. Und jetzt gehst du mal ein bisschen weiter, Dankeschön. Ja, viele haben mich angeschrieben, warum ich keine Bilder reinmache in diese Movie News. Öfters schon, eigentlich unter jedem Video, wo ich mache. Jetzt noch einmal, gleich am Anfang des Videos, beim letzten Mal bis am Schluss gesagt, das war schon eigentlich ein kleiner Schmarrn. Am Anfang des Videos sage ich jetzt euch jetzt gleich mal, ich kann keine Bilder einfügen wegen den Rechten von den Bildern. Es geht nicht. Niente, no, no. Es geht nicht. Okay? Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und es geht wirklich nicht. Ich würde es ja ganz selber gerne tun. Aber es geht nicht. Okay. Ja, im August kommt nicht so wirklich viel raus. Was ich persönlich auch sehr gut finde mal, denn ein bisschen Geld sparen ist immer gut. Ne? Und auf jeden Fall, wir fangen einfach mal an mit Erscheinungsterminen vom 1. August bis zum 15. August. Viel Spaß! Ja, am 4. August erscheint Tanz der Totenköpfe in einer Neuauflage, nämlich in einer Amaray für 11,99 €. Den Film gibt es schon als Mediabook, ich habe es aber auch nicht, also der Film, das sieht man nicht so wirklich, deswegen ist es erstmal dahinfällig. Ja, am 6. August kommt 2001 Maniacs 1 und 2 in Double Feature raus und das Ding kostet 9,99 € und ich wette mit euch, dass dieses Teil niemals uncut ist, denn für den Preis ist keine Chance und vor allem der zweite ist eh gekürzt in Deutschland. Ja, dann erscheint Afrika, das magische Königreich in einer 3D und einer normalen 2D Amaray. Die 3D kostet 22,99 € und die normale kostet 17,99 €. Dann ist auch noch eine Komödie, American Beach House, in der unzensierten Party Edition. Aber ich glaube, dass dieser Film nicht besonders gut sein wird. Für mich, denke ich mal, Lorenzo Lamas spielt mit, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Kostet 13,99 €. Ja, dann erscheint natürlich, da ja Fantastic Four wieder ins Kino kommt, auch nochmal Fantastic Four im limitierten Steelbook noch einmal. Eine neue Auflage, schaut genauso aus wie die erste Auflage, was ich persönlich wieder sehr scheiße finde. Denn was soll das? Man hätte ja auch ein anderes Covermotiv machen können und alles wäre gut gewesen. Aber nein, man muss natürlich mit das alte noch einmal aufwürgen, damit der Preis wieder fällt von den Sammeleditionen. Schmarrn. Und auch noch Fantastic Four kommt auch noch mal im Doppelset raus, in der ganz normalen, stinknormalen Amaray. Dann erscheint auch noch Leprechaun, das erstmals auf Blu-ray, mit Warwick Davis. Hätte ich natürlich gerne ein Mediabook oder ein Steelbook gehabt, aber nur Amaray, deswegen werde ich diesen Film erstmal links liegen lassen, denn ich wette mit euch, dass da bestimmt noch eine besondere Edition herauskommen wird, hoffe ich mal. Und die normale Amaray kostet, Moment, 12,99 €. Ja, 12,99 € ist klar. Dann kommt noch Under the Sea, lautlos unter Giganten, eine Dokumentation über Wale, auch in 3D und einmal in normalen 2D Amaray. Die 3D kostet 19,99 € und die 2D kostet 16,99 €. Am 7. August erscheint The Texas Chainsaw Massacre, das Remake nochmal von Michael Bay, nochmals von Birnenblatt, aber diesmal in 111 limitierte Hardboxen Cover A, Cover C und Cover D. Und die schauen aber richtig cool aus. Die gibt es auch beim Megastore Plus zu kaufen für 24,99 €. Beeilt euch, denn ich habe vorhin erst mit dem Telefon ist noch zwei Stück von Cover D, glaube ich, noch da. Und ich denke mal, demnächst gibt es dann auch dann das Unboxing wieder von mir, denn das habe ich auch von ihm bestellt. Und schaut es euch auf jeden Fall an. Ist bestimmt sehr cool, die Teile wieder. Ja, am 13. August
kommt The Fast and the Furious raus, Teil 1 bis 7 in einer Collection für 44,99. Dann erscheint es auch nochmal als ganz normale, also Fast and Furious 7 erscheint ganz normal nochmal als Amore. Denke mal, die werde ich mir holen, weil ich ja schon das Steelbook habe vom Mediamarkt exklusiv, diese Leerbox. Ist die Kinofassung und die Extended-Fassung drauf. Und es erscheinen nochmal zwei weitere Steelbooks. Und zwar die ganz normale Steelbook und nochmal ein Mediamarkt exklusiv Steelbook mit Paul Walker drauf. Ich muss aber gestehen, die gefallen mir eigentlich beide nicht so wirklich. Deswegen werde ich die auch links liegen lassen. Und dann sind wir auch schon am... Hanni, Lottergeist Beetlejuice fehlt noch. Der kommt auch im Steelbook raus. Was aber schon bei Zavi gab. Also auch identisch, auch mit deutschem Ton. Gab es auch bei Zavi schon mit deutschem Ton. Von daher ist auch dieser Film für mich erstmal leider nicht liegen lassen, denn man braucht nicht das Steelbook zweimal. Ja, am 14. August kommt dann Scorpions Forever and a Day. Das sollte mir auf jeden Fall sein, Dokumentation über die Scorpions. Und ich hoffe mal, dass wir da auch mit drin vorkommen, denn wir waren ja beim Abschlusskonzert in München mit unten. Und da hat es ja auch schon mal geheißen, dass sie da wohl eine kleine Video rausbringen über das Abschiedskonzert. Und wir hoffen mal, dass wir da auch gefilmt worden sind. Ja! Deswegen kommt ihr auf jeden Fall in meine Sammlung. Ist so nur Amore, aber was will ich machen? Ja, dann kommt noch The Walking Dead, die komplette erste Staffel Uncut raus. Neuauflage. Und auch die Season 2 kommt auch in der limitierten, zumindest Neuauflage raus und da wird ja viel spekuliert, ist es ein Steelbook, ist es kein Steelbook, was wird es wohl werden? Ich denke aber mal, also zumindest wurde auch bestätigt, dass wahrscheinlich das Steelbook eher unwahrscheinlich ist und dass es einfach dann die zweite Season auch im Pappschuber gibt. Und ich hoffe eigentlich auch, also für mich jetzt persönlich auch für alle anderen Sammler, die auch die Season 2 schon haben, als Steelbook, dass die auch nicht dieselbe Edition rausbringen, sondern werden ein neues Steelbook wegen mir, aber bitte nicht dasselbe Steelbook, wie es bei Müller gab oder bei Mediamarkt gab. Denn dann sind auch wieder diese Sammler werden wieder völlig für den Arsch. Also ich bin da ehrlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn es euch nicht passt, dann mein Problem. Aber ich finde einfach, wenn man halt schon was Besonderes hat, dann sollte man es auch eigentlich auch ehren und dann einfach nochmal neu veröffentlichen, wie zum Beispiel auch Fantastic Four jetzt hat. Das finde ich wirklich Schmarrn. Weil für was tun wir einfach nur was sammeln. Anderes Cover Steelbook ist in Ordnung, hole ich mir auch nochmal, aber so eher nicht. Und am 15. August erscheinen noch zwei Filme in der Classic Cult Collection, einmal Death Train und einmal Steel Dawn. Beide in der Amaway. Und der kleine Karl ist wieder hier und will nochmal mit uns mitreden. Ist so klar, ne? Und ja, natürlich immer. Dann reiben. Ach, Karlchen. Heute machst du mir ein bisschen fertig. Ja, aber auch die werde ich mir nicht holen, eben weil es nur Amaway sind. Und da bin ich eben strikt dagegen. Ich mag keine Amaways mehr, wisst ihr. Ja, und jetzt sind wir mit der Erscheinungstermin am Ende und wir machen weiter mit den Kino-News. Ja, am 6.8. erscheint Allure, die Chance auf Glück mit Bradley Cooper und Emma Stone. Ah, das ist eine Komödie, Romanze. Ich glaube, das ist eher kein Film für mich, wo ich da ins Kino gehen muss. Vielleicht interessiert den einen oder anderen von euch. Deswegen habe ich mal mit aufgenommen. Dann erscheint noch Horns mit Daniel Radcliffe. Diesen Film habe ich schon seit ungefähr halbem Jahr als Steelbook von Zavi hier rumliegen. Aber bei uns gab es immer noch keinen Erscheinungstermin, ob Blu-ray, DVD oder Kino. Aber jetzt habe ich eben mitgekriegt, dass es am 6.8. ins Kino kommen soll. Bei uns hier in Bayreuth läuft dieser Film leider nicht an. Aber ich denke mal, ich werde mir dann nur auf Blu-ray holen und mir dort angucken. Ja, dann erscheint auch noch am 6.8. Mission Impossible 5 Rogue Nation mit Tom Cruise und Jeremy Renner und natürlich auch Simon Pegg. Auf diesen Film freue ich mich auch schon extrem sehr, aber ich denke mal ins Kino werde ich deswegen nicht gehen, da ich den mir eher auf Blu-ray holen werde. Ja, und es erscheint noch True Story Spiel um Macht mit Jonah Hill und James Franco. Das ist ein Drama-Thriller ist das und ja, mal gucken wie der so ist. Und dann noch am 15.8. erscheint noch Codename Uncle. Ist so eine Spionage-Action-Komödie. Ich habe da mal einen Trailer angeguckt, vielleicht ist der was oder nicht. Mal gucken. Denke mal, ich werde aber nicht ins Kino gehen. Oder noch zum Schluss Fantastic Four,
eine Neuauflage nochmal zu den alten Fantastic Four. Ich fand eigentlich schon die alten ganz gut. Warum jetzt noch einmal? Die zweite ist unverständlich für mich. Ja, auf jeden Fall, der kommt auch am 15.8. eben raus ins Kino. Und auf jeden Fall viel Spaß noch, ins Kino zu gehen. Und wir sind schon am Ende mit den Movie News. Ihr könnt mich unten abonnieren, wenn ihr möchtet. Und auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dabei gehabt. Und die nächsten Movie News erscheinen am 15. August bis zum 30. August. Und bis dann. Und viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Und ihr, sage ich jetzt auf jeden Fall mal, ciao.